Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass 2/3 meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Zurück zu Clash of Clans. Ja, das Sommer-Update ist da. Auf den ersten Blick hat sich nicht besonders viel geändert. Allerdings gibt es jetzt hier diese Clash-Konstrukte-Szenerie. Totale Verschwendung, muss ich ganz ehrlich sagen. Für ein neues Design und 4 Millionen Gold und Elixier ist einfach nur verschwendet. Ja, zudem gab es jetzt noch ein Update für die Blitze. Die verbrauchen jetzt nur noch einen Wohnraum. Und ich habe es schon beim anderen Account gemerkt, die sind, glaube ich, auch ein bisschen stärker geworden im Vergleich zu den 2-Wohnraum-Zaubern. Noch dazu haben wir hier Rathausabriss, ein Buch des Bauens könnte man da bekommen und vierfacher Sternebonus. Das mit dem vierfachen Sternebonus will ich auf jeden Fall haben, obwohl unsere Lager einigermaßen gut gefüllt sind. Hier haben wir noch ein bisschen was in der Beutekarre. Gehen wir mal kurz hier rüber. Ja, hier gibt es auch noch einiges zum Abbauen. Und greifen wir hier nochmal an. Und danach holen wir uns den vierfachen Sternebonus. So, ich würde sagen, wir greifen hier nochmal mit Bomber an. Um hier leicht ins Rathaus ranzukommen. So, das ist schon mal down. Dann geben wir uns noch ein paar Prozente. Ja gut, wir haben einen Stern. Ich muss mich echt um bessere Angriffe bemühen. Ja, okay. Okay, ich habe verloren. Sehr gut. Ich habe verloren. Noch die beiden Boogies da. Der kommt nicht mehr daran. Ja, okay. Ich hab sowieso verloren. Gehen wir gleich. Ja, gehen wir gleich rüber und greifen hier für den vierfachen Sternebonus an. Dazu brauche ich natürlich 5 Sterne. Oh, okay. Level 9er als Gegner. Hat natürlich schön viel Loot. Ist in keinem Clan, hat also wahrscheinlich auch keine Clanburg-Truppen. Ich unterschätze ihn wahrscheinlich schon wieder. 2 haben nicht gereicht. 3 haben nicht gereicht. 4 haben auch nicht gereicht. Wow. Okay, greifen wir von hier an. So. Jagen hier noch ein paar Ballons drauf. Setzen den Barbarenkönig. Bootzauber. Und mein Drache, den ich mir gerade selbst gespendet habe. Beide Könige sind jetzt draufgegangen. Oh nein, das habe ich komplett übersehen. Aber egal, wir kriegen schon mal eine ganze Menge Loot. Mit den 3 furiosen Drachen hier. Die zusammen auf das Goldlager einfauchen.
ist natürlich eine ganze Menge Loot, was wir jetzt bekommen. Und mein Drache ist fast tot. Aber der andere, der hat noch ziemlich viel Leben. Ich glaube, der reißt noch was. Jetzt wird er natürlich direkt doppelt unter Beschuss genommen von den beiden Bogenschützentürmen. Und ist übrigens auch schon auf Level 2, also gar nicht mal so schlecht. Und komm schon, das kriegst du noch hin. Und ja, das hat er noch mitbekriegt. Okay, 303.000 Elixier. 2 von 5 Sternen. Huch. Braucht noch eine Minute. Aber egal, so lange können wir im Nachtdorf angreifen. Noch einen Baum abbauen. Nur Barbaren, weil so viel außen rum steht. Da noch drei hin. Obwohl die gar nicht mehr reinkommen. Vielleicht hätte ich mich doch hier reinstürzen sollen. Hätte. Ist irgendwie merkwürdig. Auf der einen Seite so erfolglos. Auf der anderen Seite bin ich eigentlich ganz gut. Barbarenkönig. Ach, den benutzen wir eh nicht. Brauchen wir nicht. Hoffen wir, dass wir jetzt 3 Sterne bekommen. Genügend Elixier. Einigermaßen viel Gold. Da sage ich nicht nein. So, noch hier. Ein paar Hände mit dem Luftkrieger. Gut drauf. Damit die auch schön wütend werden. Und ich glaube, das war's schon. Nur noch diese eine, die können uns aufhalten. Oh, der Tesla. Und da ist sogar noch ein Tesla. Ja, die Drachen hier richten komplette Randale an, setzen alles in Schutt und Asche. Da ist bestimmt auch noch ganz viel Loot drin. Und der dunkle Bohrer ist komplett voll. Das ist natürlich sehr schön. Können wir bestimmt bald unseren Barbarenkönig verbessern. So, das Rathaus geht down. Die Clanburg auch gleich. Perfekt. Ja, das war ziemlich einfacher. Vierfache Sternebonus. Da ist er. Vierfache Sternebonus. Da sage ich nicht nein. 720.000 von beidem. Fragen noch einen Drachen an. Sammeln das ein und wir haben wieder extrem viel. Hier habe ich leider noch meinen Wut. Den könnte ich jetzt schon bannen, aber mache ich nicht. Ich habe Zeit. Den Bohrer könnte ich mal verbessern.
Dunkle Kaserne brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das dunkle Lager auf jeden Fall. Wenn der Barbarenkönig Würfelwehr erreicht, wird es nämlich schwerer. Ansonsten die Lager, glaube ich. Damit ich mehr lagern kann. Aber vorher würde ich doch noch gerne ein bisschen für Mauern ausgeben. Einfach um die Lager dann leer zu haben. Hier noch eins. Machen wir das noch. Ja, dann haben wir nicht mehr genug. Dann machen wir hier noch. Und hier noch. Einfach alle Lager verbessern. Alle 5 Lager, die ich habe. So, dann gehen wir hier nochmal rüber, greifen hier nochmal an. Und hier sollte ich nochmal Truppen ausbilden. So, machen wir den Baum noch. Und wir haben sogar gewonnen. Wie zum Teufel haben wir gewonnen? 35%? Okay. Die Lakaien kommen von überall. Bitte was? Die Luftbombe hat einmal geschossen. Die Kracher habe ich auch nur einmal gesehen. Wow. Das war ja echt ein schlechter Angriff. Die hat irgendwie so wenig Gebäude. Oder sieht zumindest so aus. Ich versuche es doch nochmal ohne die Bombenwerfer. Hier ist bestimmt eine Riesenbombe oder so. So, jetzt rennen wir auch aufs Rathaus. Ein Stern haben wir schon mal. Oh, und die sind nicht auf den Zerschmetterer zugelaufen. Das ist sehr schön. Ja, 2 Sterne haben wir schon. Die holen auch noch was. Na, kriegen wir es noch? Ich glaube nicht. Nee. Egal, 66%. 2 Sterne, das ist doch schön. Und noch ein Sieg. Jetzt können wir ja auch was verbessern. Luftbomben. Ja, Wachposten würde ich sogar noch eher machen. Bogenschützenturm, Kanone, Meisterhütte. Ja, machen wir mal den Wachposten. Ja, verbessern wir einfach die Lakaien. Weil wir halt schon den Bomber und die Barbaren auf Max haben. Und jetzt kann ich natürlich nichts mehr abbauen, weil der jetzt beschäftigt ist. Wir haben es wieder geschafft, alle Bauarbeiter zu beschäftigen. Die Labore auch noch. Und ich würde sagen, einen Angriff machen wir noch. Hier. Also heißt das, wir sehen uns dann in 22 Minuten wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Die Drachen sind jetzt auch fertig. Wir greifen aber hier nochmal an. Einfach um ein bisschen mehr Loot zu haben. Ich versuch's nochmal mit den Bombern. Ich gebe denen noch eine Chance. So, die Mauer dahinter ist jetzt auch kaputt. Hier müssen wir noch ein bisschen Platz schaffen. Hier müssen wir ein bisschen Platz schaffen.
Sehr schön. 2 Sterne, 56%. Direkt gewonnen. Das hört sich doch gut an. So, greifen hier nochmal an. Dann ist das auch das letzte Mal für diese Folge. Die haben plötzlich alle viel zu wenig Loot. Leider. Rathaus 9er, okay. Naja, der Luftfeger ist da ein bisschen im Weg. Das mag ich nicht. Zu wenig Loot. Zu wenig Loot. Auch zu wenig Loot. Sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Da sind noch 2 Teslas. Der Barbarenkönig hilft mit. So, jetzt stürzen sie sich auch schon auf die Mitte. Da bleibt auch nicht mehr viel übrig. Der Bohrer ist auch voll. Gibt schön was an Dunkles ab. Das war eine Riesenbombe, okay. Das Rathaus ist down und die beiden Lager halten auch nicht mehr aus. Oh, da sind sogar noch 2 Bauhütten. Gucken wir mal kurz beim Barbarenkönig. 2 Schläge und weg. Und, na, los. Perfekt, 100%. Drachen einsetzen, okay. Ja, ich habe leider nicht so viele Punkte geholt, gerade mal 810. Ich weiß nicht, ich habe halt 2 Accounts, da ist es ein bisschen schwierig. Aber ich werde es versuchen. Ich werde versuchen, es besser zu schaffen, mehr zu schaffen. Nun gut, das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben wieder einiges verbessert, mit Hilfe von dem 4-fachen Sternebonus. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.